CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, früher war alles besser, heißt es zu Unrecht. Früher war nicht alles besser, aber manches einfacher, jedenfalls wenn es um die Auswahl auch von Lebensmitteln ging. Denn das Angebot war sehr klein. Tante Emma beriet und erklärte selbst und vieles wurde zu Hause hergestellt. Zu Hause, das ist für mich Holtland, ein kleines Dorf in Ostfriesland, wo Himmel und Erde sich küssen. Ja, dort gab es übrigens nur einen einzigen Laden, Frau Böden. Frau Böden verkaufte Tilsiter, Krautsalat machte unsere Mutter selbst, natürlich mit Zucker, sonst schmeckt es nicht. Und wir wussten, was wir aßen. Die Zeiten ändern sich. Frau Böden ging. Selbstbedienungsläden kamen auch bei uns in Holtland. Das Sortiment wurde größer, internationaler. Nicht jeder wusste mehr, was auf dem Teller lag. Und in dieser Zeit entstand das deutsche Lebensmittelbuch, über das wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sprechen. Es regelt in Leitsätzen, wie ein Produkt heißen darf, wie es hergestellt wird und was drin sein muss. Es ist ein Leitfaden. Es soll den Herstellern Orientierung geben, was gehört zum Beispiel an eine Kalbsleberwurst, wann darf ein Eis sich Speiseeis nennen, wer sich an diese Regeln hält, ist auf der sicheren Seite. Und es soll Verbraucher vor Täuschung schützen, denn er kann dort lesen, was laut Verkehrsauffassung zum Beispiel unter einem Produkt wie Schinkenbrot zu verstehen ist. Das Lebensmittelbuch ist also Bedienungsanleitung und Wörterbuch in einem. Inzwischen gibt es 21 Leitsätze für rund 2000 Lebensmittel, übrigens demokratisch erarbeitet von den Mitgliedern der Deutschen Lebensmittelbuchkommission. Sie kamen und kommen aus der Verbraucherschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Lebensmitteltechnologie. Und alle Mitglieder eint, sie haben gearbeitet wie Herkules und Sisyphus in einem, und zwar immer ehrenamtlich. Und vor dieser Leistung ziehe ich meinen Hut und ich sage im Namen meiner Fraktion, der CDU-CSU-Fraktion, für diesen wirklichen Einsatz aller Mitglieder in den letzten 53 Jahren herzlichen Dank. Die Arbeit der Deutschen Lebensmittelbuchkommission hat sich grundsätzlich bewährt. Aber die Zeiten ändern sich auch heute. Inzwischen gibt es Lebensmittel im Überfluss, übrigens so sicher und preiswert wie nie zuvor. Dies verdanken wir unseren Landwirten, Bäckern, Schlachtern, Gärtnern, Fischern, aber auch unseren Herstellern. Und heute Abend wird die Internationale Grüne Woche in Berlin eröffnet. Das ist das Schaufenster der Land- und Ernährungswirtschaft. Für unsere Fraktion sage ich, wir sind stolz auf unsere deutsche Landwirtschaft und unsere deutsche Ernährungswirtschaft. Die Vielfalt führt aber auch zu Herausforderungen. Das kennen Sie vielleicht selbst. Sie stehen vor Hunderten von Produkten im Supermarkt. Meine Frau Böden würde heute nur noch ein Drittel der Käsesorten kennen. Und wir wissen immer weniger auch selbst über die Herstellung von Lebensmitteln. Kalbsleberwurst enthält zum größten Teil Schweinefleisch. Wussten Sie es? Was heute nach einem ausgewachsenen Lebensmittelskandal klingt, ist aber das Originalrezept. Anders wäre Kalbsleberwurst gar nicht herzustellen und würde im Übrigen auch nicht schmecken. Aber für uns stellt sich damit natürlich die Frage, ist die Bezeichnung noch zeitgemäß? Die Leitsätze sind zum Teil veraltet. Zum Teil haben sie auch mit der gängigen Verbraucherauffassung nichts mehr zu tun. Was verstehen Sie unter einem Schinkenbrot? Ich persönlich ein Brot mit Schinken. Der Hersteller liest aber im Leitsatz, ich zitiere, Schinkenbrot weist einen herzhaft aromatischen Geschmack auf. Ein Zusatz von Schinken ist nicht üblich. Mit der Begründung, in einem Bauernbrot sei er auch kein Bauer. Er hält sich an die Regeln der Hersteller. Der Verbraucher wird nicht getäuscht, aber er fühlt sich enttäuscht. Denn für ihn ist das Schinkenbrot etwas anderes. Übrigens
versteht er unter Fruchtcreme auch eine Creme mit Früchten, aber tatsächlich kann sie ohne Früchte sein, wie auch ein Pfirsich-Maracuja-Saft aus ausschließlich Äpfeln und Orangen. Das kann kein Verbraucher nachvollziehen. Wer sich jetzt beschweren will, auch bei der Lebensmittelbuchkommission, muss gleich eine Begründung mitliefern. Das können weder Sie, ich jedenfalls nicht, denn wer von uns ist Lebensmitteltechnologe? Und es braucht am Ende Jahre, bis die Kommission reagiert, auch reagieren kann, auch wegen sehr schwieriger Verfahren und Abstimmungsprozesse. Das ist übrigens nicht nur unsere Wahrnehmung, liebe Elvira Drobinski-Weiß, lieber Alois Reiner, sondern das Ergebnis eines Gutachtens, das das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, verehrte Frau Kollegin, liebe Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth, in Auftrag gegeben hat. Ich fand es herausragend, dass unser Haus, das Ernährungsministerium, diesen Anlauf gemacht hat, nicht nur kritisieren, sondern handeln, und dafür auch noch einmal an Sie, an das Haus und den Minister einen ganz herzlichen Dank für diese Initiative. Das Gutachten bestätigte, es besteht Handlungsbedarf. Und deshalb sagen wir, die Koalitionsfraktionen aus CDU, CSU und SPD, wir brauchen eine Reform des deutschen Lebensmittelbuchs und auch der deutschen Lebensmittelbuchkommission. Besser heute als morgen, denn Vertrauen der Verbraucher ist wirklich eine wertvolle Währung, mit der nicht gespielt werden darf. Wir als Fraktion wollen ein Lebensmittelbuch, das seinen Namen verdient. Und dafür muss eben der Anspruch gelten, Klarheit und Wahrheit. Es muss drin sein, was draufsteht, aber es muss eben auch draufstehen, was drin ist. Und Irreführung und Täuschung darf es an dieser Stelle nicht geben. Ich bin froh, dass sich dann auch die Fraktion Die Grünen dieser Erkenntnis angeschlossen hat und einen entsprechenden Antrag nach unserem Antrag auf den Weg gebracht hat. An der paritätischen Besetzung der Kommission wollen wir übrigens nicht rütteln, denn wir benötigen die Sach- und Fachkenntnisse entlang der gesamten Kette an Lebensmittelerzeugung. Also wir brauchen die Lebensmitteltechnologen für die technischen Eigenschaften. Es geht um Wissenschaft, wenn es um Aspekte der Lebensmittelsicherheit geht. Es geht natürlich auch um Rezepturen. Deswegen brauchen wir die Wirtschaft, die Hersteller. Aber es geht auch ganz wesentlich um die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was verstehen Sie wirklich unter einem Produkt? Nur so können alle Interessen unter einen Hut gebracht werden. Was wir brauchen, und das sagt auch das Gutachten, wir brauchen klare Ziele. Es ist am Ende schwer, wenn ich Wörterbuch und Bedienungsanleitung in einem sein will. Da ist die Frage, wie kann ich das besser moderieren? Wir brauchen straffere Verfahren übrigens auch für die Arbeit der Kommission. Wir brauchen mehr Transparenz und eine bessere Verständigung zwischen Kommission und Öffentlichkeit. Denn eines darf nicht entstehen, der Eindruck von Geheimniskrämerei. Das führt zu Misstrauen. Wichtige Erkenntnisse, was wir zu tun haben, lieferte uns übrigens auch und tut es nach wie vor das Internetportal lebensmittelklarheit.de. Es hat sich bewährt. Das sage ich mit Dank an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, denn es finanziert dieses Portal ganz wesentlich. Aber ich sage es auch mit Dank an die Verbraucherzentralen, die das initiiert haben und die mit uns gemeinsam die Verbraucherrechte bewachen und hüten. Herzlichen Dank an beide. Etwa 30% der gemeldeten Produkte wurden dort von Anbietern geändert. Insgesamt gab es Tausende von Meldungen. Es gab inzwischen an dieser Stelle 700 Platzierungen auch. Es wurden etliche Produkte geändert. Sie wurden verbraucherfreundlicher gestaltet. Tees wurden umbenannt. Wenn ein Tee Himbeer-Vanille-Traum heißt, dann darf er am Ende, muss er am Ende auch Himbeer und Vanille enthalten. Und wenn er es eben nicht tut, dann darf er nicht so benannt werden. Die Verpackungen wurden neu aufgemacht. Und diese Einträge auf der Internetplattform sind für uns wie eine Wünschelrute. Es lohnt sich, diesen zu folgen. Denn nicht in allen, aber in vielen Fällen zeigen sie, wo Handlungs- und Bedarf besteht. Und deshalb wollen wir auch, dass die Internetplattform stärker zukünftig in die Arbeit einbezogen wird. Nicht muss, aber soll.
und wir brauchen mehr Begleitforschung. Wir müssen auch etwas tun an den Verfahren. Die müssen gestrafft werden. Eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2,5 Jahren ist viel, viel zu lange. Das verhindert Aktualisierungen und neue Leitsätze. Aber eines brauchen wir dafür auch, eine bessere finanzielle Ausstattung des Sekretariats und personelle. Eine Halbtagskraft kann das alleine nicht. Und die ehrenamtlichen Mitglieder sollten sich auf etwas anderes konzentrieren dürfen als auf Hotelbuchungen. Sie sollten übrigens auch eigene Anträge stellen dürfen. Ich persönlich, wir sind davon überzeugt, mehr Klarheit und Wahrheit bei Lebensmitteln, gerade auch bei der beim Lebensmittelbuch, ist eine Chance. Es ist eine Chance für die Lebensmittelwirtschaft und es ist ein Gewinn für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn das Vertrauen ist die wichtigste Währung. Enttäuschen wir sie nicht. Dafür stehen wir ein und hoffen auf entsprechende Änderungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dieter Konnemann. Auch danke für den Hinweis, was das Bauernbrot nicht enthält. Nächste Rednerin.